Sehr schön, sehr, sehr schön. Du Dump hat jede Menge Schaden angerichtet, nicht wahr? Oh nein, mir fällt gerade was ein. Ich glaube, wir werden jetzt schnurstracks nach Kalei gebracht, obwohl ich hier eigentlich noch was erlegen muss. Gucken wir mal gleich. Du Dump hat jede Menge Schaden angerichtet, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht. Er hat mich nur entführt, hat Lösegeld irgendwie von Kalei erpresst und Lady Liane hat sich in Sorgen gestürzt. Aber ansonsten hat er nichts gemacht. Vielen Dank, Hame, für diesen Input. Meine Güte. Ich muss mich wirklich dafür entschuldigen. Nick, Nick. Danke, Domper. Aber ihr müsst euch nicht entschuldigen. Dann vergebt ihr mir verdammt viele Sätze, die mit D anfangen. Mein Gott. Mein Gott. Als wollten die Schreiber mich irgendwie veralbern, beziehungsweise die Übersetzer. Mir tut all der Ärger sehr leid, aber ich habe noch eine Bitte. Eine Bitte? Was könnte es sein? Finden wir es heraus in der nächsten Episode. Wenn das jetzt wirklich gerade ein Schnitt war, dann war das ziemlich cool, das Ende der letzten Episode. Aber wer weiß. Ich weiß nicht, wie ihr hier reingekommen seid. Aber geht bitte auf die gleiche Weise wieder zurück. Opi, du kannst nicht reden. Kleiner Fehler hier von den Übersetzern. Das geht ja so nicht. Unglaublich, ein Schreibfehler. So was Schlimmes. Wie? Dompa, habt ihr nicht gerade eben gesagt, ihr würdet Dompa einsperren? Dann müssten wir uns auch nicht wieder hinausschleichen. Das hier ist jetzt gerade die beste Erklärung, warum die Entwickler nicht einen zweiten State sozusagen von der Festung eingebaut haben, weil das hätte ja noch extra Platz benötigt, sicherlich, die Wachen alle verschwinden zu lassen aus der Festung. Nein, stattdessen machen sie jetzt das hier. Einige von Dodompas Gefolgsleuten sind ihm noch immer treu ergeben. Quasi alle, die da draußen rumstehen. Deswegen ist das ja so toll. Es beschämt mich, das zu sagen, aber sie würden mir nicht gehorchen. Wenn diese neue Diebesbande Hamid in der Festung sieht, würden sie ihn angreifen. Und sie würden kommen, um seine Zelle zu kontrollieren, nicht wahr? Ich verstehe, dann würden sie auch Dodompa wieder befreien. Und dann würde er sofort nach Kalei aufbrechen, um Rache zu nehmen. Ich verstehe, ja, ihr habt recht. Es wäre schrecklich, wenn Kalei angegriffen würde, auch wenn Kalei scheinbar echt viel besser eigentlich militärisch ausgerüstet ist als Lumper, aber lassen wir das mal beiseite. Daher müsst ihr gehen, solange ihr noch könnt. Ihr meint, auf der Stelle? Ich hörte von eurem Eindringen. Da habe ich innerhalb der Festung einige Gerüchte verbreitet. Gerüchte? Ich sagte, Räuber hätten sich eingeschlichen, um Hame zu entführen. Aber sie hätten versagt und wären wieder davongelaufen. Warum in aller Welt habt ihr das getan? Garrett checkt es natürlich mal wieder nicht. Die Erklärung folgt natürlich auf den Fuß. Jetzt werden sie überhaupt niemand mehr hier herunterlassen. Außerdem sind viele von Dodompas Leuten ausgezogen, um nach den Eindringlingen zu suchen. Dompa, ihr seid ganz schön ausgefuchst. Das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr kluger Mann. Ich dachte mir, ich könnte versuchen, euch zu helfen. Nur leider hat er dadurch auch unseren Rückweg schwerer gemacht, weil die Wachen ja jetzt eigentlich aufpassen müssten, ob eben auch Leute von unten nach oben kommen. Ist ein bisschen komisch gemacht. Egal. Du Dompas Leute sind fort. Das ist unsere Chance, die Flucht zu ergreifen, oder? Ja, das ist sie. Lass es uns tun. Ach so, die meinen, also im Augenblick sind tatsächlich auch weniger Leute in der Festung einfach, weil die ausgezogen sind. Ich glaube, so meint er das. Wenn du Dodompa jemals wieder sehen solltet, wird er ein anderer Mensch sein. Ich habe es kapiert. Ich werde nie wieder böse sein. Lass mich endlich raus. Bäh. Tschüss. Ich sagte tschüss. Da sind wir wieder weg. Das ist jetzt eine automatische Sequenz, soweit ich weiß. Genau, da sind wir jetzt wieder. Und jetzt ratet mal, ob wir uns daran halten, sofort hier wegzugehen. Natürlich nicht. Weil, wie gesagt, ich habe da noch was vergessen, natürlich. Oh, verdammt. Flons, sei nicht dumm. Wir können da nicht mehr hineingehen. Das heißt, wir müssen tatsächlich echt zuerst mal zurück. Na, dann hallo, Wachen. Ach, schön.
Hey, wer seid ihr? Bla, 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 bla. Okay. Ist ja gut. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt versuchen würden, da reinzugehen? Oh, schade. Na schön. Kommt der Fest und keinen Schritt näher. Gut, das wäre nämlich auch lustig gewesen, wenn wir dann irgendwie bei dem Status einfach so hätten rausgehen können. Das wäre lustig. Na gut, was soll's. Jetzt gehen wir mal wieder raus aus Lumpa, da wir das scheinbar tatsächlich triggern müssen jetzt leider. Damit ich das machen kann, was ich eigentlich noch machen möchte, nämlich den Djinn mir zu holen aus der Festung. Den hatte ich natürlich ganz vergessen. Oder beziehungsweise den konnte man sich auch bisher gar nicht holen. Sagen wir mal besser so. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Ja, ich habe auch etwas gesehen. Glaubt ihr, Dodompas Leute haben uns gefunden? Ja, lauft alle weg. Wenn ja, dann müssen wir uns sofort um sie kümmern. Einen Moment. Bist du das, Bunsa? Hoch, diese Stimme. Es ist ein Vertrauter von Hamid. Ist das nicht schön? Das ist Hamid. Oh, wie schön. Wiedervereinigung. Erneut. Also hatte Dodompa nie die Absicht, Hamid freizulassen. Genau so ist es. So ist es. Darum haben Ivan und seine Freunde ihn gerettet. Wir sind einfach Helden. Gottverdammte Helden. Nachdem sich Flons entschieden hatte, haben wir alle beschlossen, Hamid zu retten. Das erzählen wir uns jetzt alle in dieser Höhle direkt neben Lumpa. Es ist ja nicht wahrscheinlich, dass irgendwelche Leute von Dodompa hier gleich durchkommen könnten oder so. Nein. So dämlich diese Logik gerade. Hey Ivan, willst du damit sagen, das war alles die Idee von Flons? Es ist immer meine Idee. Mein Gott, Garrett, du müsstest das doch mittlerweile mal geschnallt haben. Nein, ich meine, auch du und Mia habt uns geholfen. Natürlich, diplomatisch wie immer, der gute Ivan. Danke, Flons, Garrett und Mia. Und er ist super diplomatisch und dumm. Hat man ja gerade eben gesehen. Und natürlich auch danke an dich, Ivan. Wie schön, alle sind happy. Diese Höhle zu finden war gute Arbeit, Bunsa. Auch wenn sie auf der Wildkarte vermerkt war. Hint, hint. Ja. Äußerst beeindruckend, Bunsa. Du bist sonst nicht so cool. Das war reiner Zufall. Ich wollte wirklich nicht nach Lumpa kommen. Weil wir wussten, dass die Diebe Hamid in Gefangenschaft hielten. Warum seid ihr dann hierher gekommen? Ich habe mich daran erinnert, was Hamid mir über ein erfolgreiches Dasein als Kaufmann erzählt hat. Wirklich? Er hat dir gesagt, du sollst in Lumpa Handel treiben? Er ist wirklich nicht der Hellste. Nein. Nein, ich meinte mehr seine allgemeinen Weisheiten. Händler dürfen Kunden nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Oder danach, ob sie dich gleich gefangen nehmen, scheinbar. Scheint sein Grundsatz zu sein. Halte dich nicht von einem Ort fern, nur weil etwas Unangenehmes passieren könnte. Oder weil dich jemand gefangen nehmen könnte. Ich hoffe, Hamid bleibt zumindest ab jetzt von Lumpa fern. Solange Kunden mit deiner Ware rechnen, musst du alles in deiner Macht Stehende tun, um sie zu verkaufen. Nicht der beste Grundsatz, nicht für Lumpa. Du kamst also, um die Bewohner der Stadt mit deinen Waren zu versorgen, obwohl du Dodompa verabscheust? Das Schicksal hat dir diese Gelegenheit zugespielt. Das Schicksal! Warum kann das Schicksal nicht auch uns mal Gelegenheiten zuspielen? Wir sind hier die Helden. Aber warum dachtest du, dass man einen Händler aus Kalai in Lumpa einlassen würde? Das dachte ich nicht und in der Tat hat er mich nicht eingelassen. Und obwohl du das wusstest, bist du gekommen? Aber weißt du was? Es gab jede Menge Unruhe, nicht wahr? Er muss die Aktivitäten meinen, die Dompas Gerüchte ausgelöst haben. Ein Teil passte plötzlich zum anderen. Der ganze Wirbel musste mit Hamid zu tun haben. Ich musste herausfinden, was vor sich ging. Und so hast du diese Höhle gefunden. Ich wette, du konntest dieses Tor von der einen Seite nicht öffnen. Wir konnten es, weil wir Wasser gefrieren lassen können. Einfach mal so. Edge, Badge. Aber dann hat es sich plötzlich bewegt. Also habe ich mich hinter einem Felsen versteckt. Wir haben dich erschreckt, nicht wahr, Bunsa? Gotcha! Ich bin froh, dass ihr Hamid gesund und munter herausgeschmult habt. Was guckt ihr denn da jetzt? Warum sagst du das so, Bunsa? Dodompas Leute haben das ganze Gebiet durchkämmt. Bis auf diese Höhle, weil sie scheinbar nicht klug sind. Selbst wenn sie nicht hinter Hamid her sind, wenn sie ihn finden.
Vielleicht fangen sie Hamid nochmals ein. Lass uns von hier verschwinden. Na endlich. Sagt das mal jemand. Aber wir dürfen uns nicht von Udompas Leuten dabei erwischen lassen. Deswegen bleiben wir einfach hier stehen, wo sie durchkommen könnten. Ha, so dumm. Sollen wir bleiben und kämpfen? Nein. Ach Mist. Ah, verdammt. Ich bin so dumm. Ich glaube, hätte ich ja gesagt, dann wären wir hier geblieben. Verdammt. Verdammt, das hätte ich machen sollen. Dämlich. Gegen alle anzutreten ist noch tollkühner, als in die Festung einzudringen. Oder wir hätten gesagt bekommen, nein, nicht kämpfen. Ich weiß nicht, worauf das jetzt hinaus wollte. Eventuell wäre es so gewesen, wenn ich gesagt hätte, nein, dass ich hier hätte bleiben können, wäre schöner gewesen. Mist. Was sollen wir dann tun, Bunsa? Ich habe einen Wagen in der Nähe. Ein Wagen? Genau, lass uns alle in meinem Wagen nach Kalei zurückkehren. Fällt dein Wagen nicht zu sehr auf, wenn uns Dodompas Leute suchen? Kein Grund zur Sorge. Ich bin schon länger hier, als der Aufruhr anhält. Stimmt, deinen Wagen kennen sie bereits und sie werden es sicherlich nicht vermuten, dass er eventuell als Fluchtwagen dienen könnte, weil sie auch total behämmert sind im Kopf. Wow, die sind hier alle nicht besonders klug. Genau, Garrett. Also wäre ich hier, so der Anführer der Diebe, ich glaube, ich hätte leichtes Spiel. Also selbst ich wäre, glaube ich, sehr viel intelligenter als diese Diebe, wie es aussieht. Also werden sie mich nicht verdächtigen, mit der Sache zu tun zu haben. Dann lass uns auf den Wagen nach Calais fahren. Sollen wir... Nee, nein, nein, möchte ich nicht. Wie, du willst nicht auf Bunsas Wagen fahren? Nein, bitte. Also was, hast du deine Meinung geändert? Du willst nicht auf dem Wagen fahren? Ja? Habt ihr noch etwas zu erledigen? Ja? Heißt das, du hast... Ja? Alter, was zum Teufel? Du meinst, du wirst nicht auf dem Wagen mitfahren? Fuck. Das ist... Was war das denn bitte gerade? Ich musste 5-mal bestätigen, dass ich hierbleiben will. Das ist ja der Wahnsinn. Tut mir leid für uns, aber hier bin ich nicht mehr sicher. Du willst also bleiben und deine... Ja! Wie geil! Wenn du darauf bestehst, bleibe ich bei dir. Wie gut das ist. Hey, ich kann euch beide nicht allein zurücklassen. Ich werde auch bleiben. Hamid, ich werde zusammen mit Flons gehen. Ja, Ivan, du solltest deine Freunde auf dieser Mission begleiten. Ich bin enttäuscht, dass wir nicht zusammen nach Hause reisen können. Aber ich habe Verständnis. Sei vorsichtig, Ivan. Geil, dass man das echt machen kann. Das gefällt mir gut. Sehr schön. Hoffentlich werden die jetzt nicht gleich wieder erwischt oder so. Seufzt, da sind sie weg. Nee, sie sind weg. Ich hoffe, Hamid und Bunsa kommen sicher nach Calais. Sie werden es schon schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Oh oh, das heißt, sie schaffen es nicht. Nun, dann mal los für uns. Lass uns gehen. Nice. Das ist schön. Wir können es tatsächlich. Das finde ich super. Oh, dieses Tor bleibt offen. Achso, weil wir es von der anderen Seite gedrückt haben. Darum. Schön. Ich wusste nicht, dass es geht. Das gefällt mir gut. Aber dass man da echt 6-mal das bestätigen muss, oder wie oft das da gerade war. Also das kommt mir schon eigentlich fast so vor wie so ein kleiner Troll der Entwickler, weil die eben sagen wollten, na los, geh schon mit dem. Das fand ich sehr, sehr, sehr lustig jetzt. Gut. Ich glaube, ich nehme mal kurz die Abkürzung, die jetzt nicht mehr offen ist scheinbar. Macht nichts. Oh, ich muss nochmal gegen die Leute kämpfen? Nee, das will ich auch nicht. Wo war denn jetzt Dompas Raum? Aber ich glaube, so rum ist es kürzer zumindest. Na schön, muss ich halt nochmal kämpfen. Ja, bla, bli, blu, bla. Bla, bli, blu, bla. Aber ich komme darüber noch nicht ganz hinweg. Weil das habe ich noch nie gemacht, dass ich das gesagt habe, dass ich nicht mitkommen möchte, weil ich immer halt mit nach Calais gefahren bin und dann erst später den Gym mir geholt habe. Das ist ja super witzig eigentlich. Aber wie gesagt, es würde mich wundern, wenn das nicht so eine Art Troll der Entwickler eigentlich ist. Finde ich sehr gut. Sowas gefällt mir immer sehr. Da habe ich immer sehr, sehr viel Spaß dran, wie man so schön sagt. Ne? Hatte ich sehr viel Spaß. Ah! Das hier war gar nicht der Gang, den ich dachte. So, hier bin ich richtig. Das wäre gerade schon wieder fast schief gegangen. Wie, wer ist da? Ganz schön verwegen ins Herz einer bla bla bla. Zeigt, was ihr könnt. Ja, das werde ich, du blöder Ganove-Räuber, wie auch immer. So, dann sind wir nämlich gleich schon wieder bei Dompa. Und der kann uns dann was geben, hoffentlich. Ich hoffe, dass er das tut. Ansonsten muss ich hier nochmal raus, zurück nach Calais und nochmal zurück oder so. Das wäre ja richtig dumm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Boom! Boom, Headshot. Nur mit einer Axt, also Head-Ex. Ne? Head and Shoulders-Ex. So, da sind wir.
Und schon ist er wieder im Bett hier. Ist schon ein bisschen komisch, oder? Dompa ist euch für eure Taten sehr dankbar. Immer diese Sätze, die mit D anfangen. Ah, verdammte Entwickler. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Der Satz fängt schon wieder mit D an. Danke für eure Hilfe mit Dodompa. Er kommt ein bisschen zur Seite. Da ihr Dodompa eine Lektion erteilt habt, möchte ich euch eine Kleinigkeit geben. Gebt diesen Leuten ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Wer ist sie überhaupt? Ja, wohl nicht seine Frau. Die müsste schon ein bisschen älter sein. Vielleicht, ja, halt eine Frau, die sich um ihn kümmert irgendwie. Tief hier drin ist eine interessante Kreatur. Mit tief drin meine ich im nächsten Raum bereits, aber egal. Gegen die ich vor langer Zeit gekämpft habe. Ich überlasse euch dies. Gebt gut darauf Acht. Ist das diese mysteriöse Kreatur, die ihn in Depression gestürzt hat? Hoffentlich nicht. Ich mag dich nämlich, du kleiner Genie. Du bist süß. Du bist ein süßer, süßer Genie. Enthüllung will ich haben. Ich sagte, ich will Enthüllung haben. Vielen Dank. So, ist hier noch was? Nein, dann kann ich gegen dich... Ah ne, ich muss gar nicht nochmal gegen dich ankämpfen. Den kriege ich total kostenlos. Das ist quasi noch so eine kleine Extra-Belohnung dafür, dass ich das hier gemacht habe. Noch dazu haben wir jetzt, das kann ich ja schon mal so sagen, im Nachfolger dieses sehr schönen Spiels haben wir ein kleines Ereignis freigeschaltet, in dem wir einen kleinen Goldbarren bekommen werden. Dadurch, dass wir jetzt Hamid hier rausgerettet haben. Und wir bekommen gleich noch eine Belohnung in Kalai, also gehen wir doch mal dahin. Und wehe, er wurde jetzt irgendwie wieder gefangen auf der Rückreise oder sowas, weil wie gesagt, ich habe es ja noch nie ausprobiert, mal Nein zu sagen mit den 6 Nachfragen. Ja, ist ja okay, ist ja gut, bla 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 bla. Ja, ich mag euch auch alle, ihr seid alle toll. Gut, jetzt lasst mich hier raus. Es wird mich sehr wundern, wenn sie es nicht geschafft haben, also eigentlich... Ich wüsste nicht, warum die Räuber da von Dodompa plötzlich im Weg stehen sollten, obwohl sie doch bisher immer so dumm waren. Achso, ich muss den natürlich noch hoch machen, ich Dummkopf. So ungefähr nämlich. Gut. Und jetzt stehen sie hier gleich wieder, wa? Das wäre auch super lustig.